Hallo und willkommen zurück zu Starbound. Moin, moin. Mit uns. Oh nein. Beide schon da. Schon wieder. Oh nee, was machst du denn hier? Ja, wer sich jetzt wundert, dass wir jetzt schon wieder unten an unserer Insel sind. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen mehr Abwechslung bringen. Deshalb wechseln wir so alle 2-3 Folgen. Und deshalb machen wir jetzt hier in unserem Inselbauprojekt weiter. Und fällen jetzt mal die Lila ins Palmen. Haben uns auch wieder umgezogen. Natürlich. Und ja, was wir jetzt hier bauen... Eine Sandburg. Was macht man sonst auf einer Insel? Man baut Sandburgen, okay? Sonst macht man gar nichts auf Inseln. So, und ich würde sagen, die bauen wir... Genauso hier mitten rein wird genau schon passen. So jetzt hier zwischen diesen Fackeln. Ich denke, da dürfte als Baugrund genügen. Geht ihr nach Tür. Oben hin? Wir müssen alle, wir müssen auch alles abreißen. Nee, nicht die grüne Palme! Ja, die kann man wieder setzen. Ich will die grüne Palme setzen. Gib mir die grüne Palme. Bitte. Das ist der einzige grüne Sapling. Nein, wir haben noch mehr. Dann setzen wir hier ich viele grüne Palmen. Ich habe vorhin auch schon eine mal eingesammelt. Irgendwas ist auch gerade abgesoffen. Ich hol's wieder hoch. Wir müssen dann die Palmen wieder setzen. Jo. Wenn wir das Ding komplett fertig haben. Mhm. Weil wir fangen hier unten zwar so schmal an, aber da wir da auch noch so ein bisschen Türme und Zinnen noch so mit dran machen, werden wir dann nach oben wohl so ein bisschen breiter werden, so ein klein bisschen Y-mäßig. Und, Dann pflanzen wir hier dann erstmal die ganzen... Müssen... Oh, haben wir jetzt da... Die Palmen jetzt erstmal weg. Habe ich da denn... Ja, ich habe doch den richtigen Sand auch mit. Ich baue hier jetzt mal den Hügel, worauf wir dann die Insel haben wollen. Also letzten Endes circa auf so einer Höhe und hier hoch machen wir so einen Hügel. Ja. Da werden wir dann wohl auch direkt die, Sandsorte wechseln. Jo, ich habe hier in der rechten Kiste Sand. Guck mal, ich hätte hier zum Beispiel den Moondust hier im Angebot. Nee, geh mal hier in die rechte Kiste. Ich habe wirklich Gestein hier. So, Sandgestein. Der sieht dann so aus. Wie gefällt dir der? Meinst du die Sandstone Bricks? Ja. Dann nehme ich mal den ersten halben Stick raus. Aber der Moondust passt auch super. Ja, wir müssen so oder so ein bisschen Abwechslung schaffen. Wie gefällt dir diese Höhe? Breite? Zu breit, würde ich fast sagen. Naja, wir fangen hier ja erst an, so circa hier. Ich würde ja nicht direkt beim Aufgang dann anfangen, sondern so einen kleinen Abstand sollen wir schon haben. Ja, ich meine, weil hier ja noch Palmen hin sollen. Ja, kommen sie ja. Machen wir mal. So, dann ziehe ich mir die mal ins Inventar. Dann fangen wir hier mal an, so. Nein! Ach, obwohl. Mach mal auf der Höhe bitte einen Block. Doch nicht. Moment, ich bin abgerutscht. So. Noch ein Boden. Huch. Ja. Oh, jetzt wird schon wieder Nacht. Extra einen Tag abgewartet, aber dann... Mach mal dann hier. Hier. Oben drüber, bitte. So eine Sandtür. Guck mal. Ich finde die extrem cool. Eine Sandtür. Ey, ich habe alles von dem Scheiß. Warte, dann machen wir hier auch eine. Hier. Oh. Ey, ich bin so fasziniert von dem. Warte, jetzt brauchen wir doch Baufackeln. Dann würde ich sagen, bauen wir hier direkt hoch und rechts und links einen Turm. Ja, machen wir gerade, halten wir das quasi klein. Wir können hier nicht durch. Ich würde hier nicht so einen Stein machen, sondern zum Hochspringen. Die da nur angemalt. Komplett? Angemalt. Hätte ich schon gesagt. So ein bisschen turmmäßig. Ja, schon, aber über die ganze Breite? Ja, können wir ja dann entscheiden. Jetzt beim Bauen wird es, glaube ich, stören, wenn wir nicht direkt hoch können.
Ich hätte jetzt auf dieser Höhe quasi eigentlich schon den ersten Raum gemacht. Ja, ich ziehe hier nur gerade hoch, weil das wird ganz lang, weil hier der Turm hinkommt. So, auf die Höhe hätte ich jetzt einen Turm hingeklatscht. Ne, das passt nicht. Ich glaube, wir sind uns nicht so wirklich einig, wie wir bauen wollen. Ja, darf ich kurz erklären, weshalb? Ich würde hier rechts und links einen Turm bauen. Einen kleinen. Ja. Und aber nur bis zu der Höhe circa jetzt noch einen Stock drüber als Räume. Und obendrauf dann gar nichts mehr. Ja, grundsätzlich sind wir uns da einig. Aber? Nur hätte ich diese Türme dann oben gerne etwas nach außen gezogen. Ach so, ja, dann mach mal. Ich habe hier noch eine Idee für den Hintergrund. Wo haben wir denn? Oh, die habe ich nicht hier. Moment mal, ich baue das gerade nochmal ab. Fängst du da unten mal auf? Ich kann gerade nicht, aber ich komme gleich. Weil wir haben hier auf der Insel jetzt mal so ein paar Baukisten verteilt und von einer hole ich mir jetzt nochmal Gestein. Dass wir nicht immer so viel vorbereiten müssen. Aber ich gucke jetzt nicht in alle rein, weil sonst wisst ihr schon, was wir bauen wollen. Aber ich glaube, das war gerade so oder so zu schnell. Da kam sie wieder raus, die kleine, gemeine Sarah. Nee, ich bin lieb. Ja. Mitbekommen? Immer. Weißt du doch. So, das sind 1, 2... Hä? 3,5? Was tust du? Lass mich mal machen. Ich muss sagen, dieses Grat rüber sieht nicht so toll aus. 1, 2, 3,5. So, dass das quasi der Raum ist? Ich würde den Raum aber nicht grad hoch machen von außen, sondern da von außen oben auch drauf schräg. Jetzt da oben drauf jetzt quasi so ein klein bisschen nur noch nach außen gezogen. Jetzt das Türmchen. Mit, sagen wir mal. Das haben wir asynchron gebaut. Glaube ich, oder? Nee, warte mal. So, so. Ist doch nicht gleich hoch. Das ist nicht gleich, Mario. Ich hab mich jetzt nur an oben gemessen. Nee, das ist nicht gleich. Warte mal kurz. Da ist ein Fehler. Circa auf der Höhe ist der letzte. Und hier müssten wir hochgehen. Hier, glaube ich. Nee, das ist jetzt eine ganz andere Breite. Nee, das... Warte mal. Versuchen wir mal das Muster hier, was ich hier gebaut habe, jetzt da rechts mal umzusetzen. Miss mal unten rum. Das hat unten rum ab hier hat es 3. Moment, dann stimmt es genau. So. Ja, genau. Aber ein Fehler war, genau. Oder? Nee. Nee, auch nicht. Guck. Nee, so stimmt's auch nicht. Weil oben das Loch nicht symmetrisch ist. Ja, dann machen wir hier oben. Ich will, wenn, dann schon einen symmetrischen Turm haben. Ja klar, guck, vergleich mal unten. Ja, unten stimmt's nicht. Ja, weil da noch eine Stufe fehlt. Ja, eben. Ich kapier's nicht mehr. Nein! Da 3. So, dann hier nur ein und da geht's dann hoch. Ja, mach mal. So. Gefällt dir das Ding für einen Zwischenstock? Der muss weg. 3. So, jetzt ist es symmetrisch.
schwere Geburt für so was Leichtes. Haben wir schon mal schneller hingekriegt. Wie gefällt dir das so? Ich meine, das mit würde dem da jetzt, hier. Ich würde jetzt da eher Sandschichten reinhaben wollen. Dry Sand und so, weil es soll ja eine Sandburg sein. Mhm. Das sieht mir jetzt schon zu steinmäßig aus. Zu gemauert aus und das Gemauerte übernimmt ja schon das Turmmäßige. Übernimmt ja schon das Sandstone Brick. Mhm. Thema. So, was hatte ich? Ich hatte zwei Ecken hoch. Ja. Dann probieren wir es jetzt mit Sandstone. Gefällt mir der, Mario. Moment mal, ich hab hier, ich muss. Ja, so stimmt die Höhe. Ich weiß ja nicht. Runter? So, jetzt stelle ich nur die Frage, ob wir da noch eine dritte. Nee, ich würde es hier so Achso, so einen dritten hast Turm. Gemacht. Nee, dann würde ich die Türme breiter machen und ein kleines um eine Zacke und in der Mitte nichts. Oder in der Mitte noch ein Turm. Moment, ein Wehrgang wäre geil. Also, dass wir hier noch einen Gang haben und ganz hoch noch ein Türmchen. Aua. Hier so ein Wehrgang. Und obendrauf könnten wir ja noch ein Türmchen machen dann. Aber in den Hintergrund. So, das haben, dann hätten wir quasi hier so einen Wehrgang, den brauchen wir gar nicht anmalen. Ja, da gucken wir genau drüber, ne? Brauchen wir natürlich die Mitte. Wahrscheinlich gibt es bei dem Ding wieder keine Mitte, wie ich uns kenne. Warte mal. Doch, ich glaube, das hat gepasst. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja. Schön. So, dann machen wir das runter. Und hier. Weg. Hast du von dem den Zeug da unten noch? Von dem da? Oder nee, wir machen es mit Sand. Ich weiß noch nicht, was von denen mir jetzt ehrlich gesagt gefällt. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Wenn ich ehrlich bin. Ich pflanz mal hier draußen ein paar Blümchen. So, dann. Den Moondust, der sieht schön aus. Moondust? Hm? Ich hab den in einer ganz tollen Sandfarbe. Ja, mach mal. Ups. Ich nicht pflanzen. Verdammt. Hast du die Palmen? Müsste. Gib mal bitte. So, guck mal. Ja, stimmt. Sieht geil aus. Mhm. Gefällt mir. So. Machen wir vielleicht hier und da noch ein Guckloch rein. Ja. Komm mal hier kurz runter, bitte. Ich glaube, in der nächsten Folge entscheiden wir dann, welche von denen oder eine von diesen Moondust, welche von den Farben wir nehmen würden. Okay? Ja, das können, sollten, werden wir tun. Gut. Was hast du denn da gesetzt? Ein Stein? Ja, cool. Dann gehen wir weiter.
Moment, dann schauen wir mal Saplings. Ich gucke nach Saplings, während wir jetzt auf die nächste Folge warten. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Bis Gut, dann. Dann. Ciao. Tschüss.